Ja, es ist der Cup der guten Hoffnung. Beide hoffen noch, die Saison mit dem Cup-Titel vergolden zu können. Andere Optionen auf einen Pokal bestehen realistischerweise nicht mehr. Und darum ist es eben für beide Mannschaften ein enorm wichtiges Spiel. Und ganz bestimmt kann man das 4:0 vom Sonntag in der Meisterschaft nicht zum Gradmesser des wahren Stärkeverhältnisses beiziehen. So einseitig, denke ich, dürfte es heute nicht zu und her gehen. Und auch Yuya Kubo hat bereits viermal getroffen. Achtung, freie Bahn für Kubo! Und was entscheidet Schiedsrichter Klossner? Er entscheidet Eckball. In der siebten Minute Alarmstufe Rot im GC-Strafraum. Nach diesem Pass und dem Fehler von Basic. Korrektes Tackling von Mal. Ja, etwas Raum für Letziaks. Der dribbelt nicht lang, flankt sofort. Erster Abschluss von Waro. Schick beim Eckball. Und da ist das 1:0. Torschütze, wer wohl? Guillaume Waro, da ist sein erstes Cup-Tor in dieser Saison. Vorbereiter ist Nuhu mit seinem Kopfball. Ein Assistpunkt für den Innenverteidiger. Der Eckball von Thorsten Schick. Nuhu steigt hoch. Und dann ist es Guillaume Waro. Ja, nein, Zakaria ist zuerst am Ball. Vor Nuhu. Hier, Zakaria, der verlängert. Und dann steht Waro goldrichtig. Basic hat das Nachsehen gegen den Franzosen. 1:0 für die Young Boys. Ja, dann verliert er den Ball im Dribbling. Waro schaut, wartet. Kubo verlangt den Ball, bekommt ihn. Schaut noch einmal und das ist das 2:0. Ein Doppelschlag innerhalb von 3 Minuten. Waro, ein Tor, ein Assist. Yuya Kubo wird hier lanciert. Kein Offside. Im richtigen Moment kommt das Zuspiel. Und Kubo macht das dann sehr clever, sehr abgeklärt. 2:0 für Ibe. Der zweite Steilpass, diesmal der Steilpass ins Glück. Rave. Zakaria. Kubo mit der nächsten Möglichkeit. Das ist natürlich auch etwas, mit dem Pierluigi Tami zu kämpfen hat. Die besten Spieler gehen immer wieder weg und die nächste Möglichkeit für Yuya Kubo. Wieder ein guter Vorstoß und wieder ist es der Japaner. Er fordert den Ball. Die Hereingabe gut. Und dann versiegt er vor dem Tor. GC ist immer noch Rekord-Cup-Sieger. 19 Titel. Und da ist bereits das 3:0. Hereingabe von Schick und Tor Rave. 30 Sekunden sind gespielt. Ja, Waro und Adi Hütter scheinen die richtigen Worte in der Kabine gefunden zu haben. Schnell das 3:0 suchen. Das hat Guillaume Waro im Pauseninterview gesagt. Gesagt, getan.
vielleicht ein bisschen nach Offside. Wir haben es ganz genau gestoppt. 28 Sekunden hat es gedauert bis zu diesem Tor. Sehr schön gemacht von Rabe. Aber ich bin nicht ganz sicher, ob Schick nicht im Offside gestanden ist bei diesem Pass. Ich glaube von Sanogo. 3:0. Eine eiskalte Dusche für Pierluigi Tami und sein Team. Ja, da wird beidseits geschubst und gestoßen. Michael Frey. Dann Schick. Und das ist das Tor. Das ist das Tor von Kevin Mbabu. Eine Minute im Spiel. Ein goldenes Händchen hat der Adi Hütter gehabt mit dieser Einwechslung. Und ein tolles Tor hat er erzielt. Kevin Mbabu mit dem 4:0. Kein Offside diesmal. Frei. Dann wieder Schick, wieder eine gute Vorlage. Und diesmal erreicht sie Mbabu. Klasse gemacht. Und da ist das 5:0. Sanogo lässt sich feiern. 5:0 für Ibe. Aua, das tut weh. Für den Torhüter ist es ganz schwierig. Da wird er im Stich gelassen, ein ums andere Mal von den Vorderleuten. Sekou Sanogo mit dem 5:0. Auch in dieser Höhe absolut verdient. Steigt wunderbar hoch, wird kaum gestört. Und erzielt sein erstes Saisontor für die Young Boys. Und wenn Julia Kubo noch zwei, drei Chancen verwertet hätte, die er hatte, dann wäre es noch deutlicher geworden. Klarer, souveräner Sieg für das Team von Adi Hütter. Erstmals seit der Saison 2010-2011 stehen die Young Boys wieder im Viertelfinal. Nach dem 0:4 am Sonntag setzt es nun für die Grasshoppers sogar eine 0:5 Niederlage ab.